Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Flat Out 4. Und wir starten ausnahmsweise mal mit einem Stunt. Stimmt, letztes Mal haben wir hier aufgehört. Ist ja auch logisch, sonst würden wir hier nicht weitermachen. Baseball. Ich rechne natürlich mit dem Schlimmsten. Ich rechne mit dem Allerschlimmsten. Ich weiß, dass Baseball in Flat Out 2 schon nicht so einfach war. Und ich denke mal, hier wird das Ganze ein bisschen schwieriger nochmal. Nein, ich habe hier... Das wird ganz einfach hier. Ich sehe kein Problem. Das wird hier easy peasy, lemon squeezy. Machen wir das hier. Ziehen das durch. Kein Problem. Ah, guck mal, da sind Zielscheiben auf dem Boden. Was passiert, wenn man die trifft? Bestes Ergebnis zählt. Das ist schon mal super. Das heißt, man braucht nur einen guten Versuch. Und was man bis dahin verkackt, ist ja dann egal. So, ich versuche mal da hinten irgendwo auf die Zielscheibe zu landen. Da so. Nee, so klappt das nicht. Mensch, das wird ja... Nein. Ich möchte einfach nur neu starten. Dankeschön. Das wird ja wieder schwierig hier. Da habe ich mir wieder was ausgesucht hier. So. Wow, Alter. Das war ein guter Hit. Home Run. Oh, und weiter. Jawohl. Oh, nice. 601. Ja, also wenn das mal nicht Gold ist, ne, dann weiß ich auch nicht. So, kriegen wir es noch besser hin? Gucken wir mal. Ja, okay. Ich versuche mal jetzt mal hier auf diese... Oh, das ist ja lame. Das bringt ja gar nichts. 75 Punkte. Nee, also ich habe meinen erfolgreichen Versuch hier gehabt. Das ist perfekt. Mehr will ich hier gar nicht. Wie habe ich das denn geschafft? Na, egal. Wichtig ist, dass ich es geschafft habe. Wie ist ja jetzt im Endeffekt egal. 601. Sind wir hier? Ich habe eine Vermutung. Man kann ja hier mit Alt groß auf seinen Rang zugreifen. Meine Vermutung ist, dass es nur bis zu Top 100 oder so geht. Und wenn man nicht in diesem Top 100 ist, dann ja, kann man sich da auch nicht sehen. Ich habe jetzt hier Alt groß mal gedrückt in der Hoffnung, dass ich vielleicht dabei bin, aber ich denke nicht. Nee. Egal. Ich möchte ja nicht in den besten Listen. Ich möchte das Ganze ja nur zu 100% abschließen. Das reicht mir schon. Oh, einen neuen Nitro-Effekt haben wir freigespielt. Sterne. Oh, Sterne, wie schön. Oh nein, Karambolage, da ist es schon wieder. Bombenbrennen macht Laune. Oh, verteidige die Flagge. Deathmatch. Naja, auf jeden Fall werden wir diese Folge wahrscheinlich schon die Hälfte geschafft haben. Hey, nette Karre. Interessante Strecke. Die sagt mir noch irgendwas. Hm. Ich hoffe, ich habe es nicht übersteuert die ganze Zeit. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Die sagt mir noch ein bisschen was, aber ich glaube, Karambolage hier sollte auch kein Thema sein. Ich bin zumindest guter Dinge noch. Das Sound ist schon mal nett. Das Lied im Hintergrund ist auch nett. Das heißt, das kann doch nur was werden hier. Oh, ich erinnere mich an die Strecke. Irgendwas war hier mal, was so schwer war. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. War das vielleicht Karambolage? Ich hoffe natürlich nicht. Nein. Oh, Mist. So viele Abzweigungen und... Boah, wie gemein. Und Wände, wo man einfach gegenknallen kann und aus dem Fahrzeug geschleudert wird. So, ich fahre mir hier lang. Oh Gott. Oh, der wollte von der Wand nicht weg. Der hat sich da an der Wand festgeklebt und... Ja. Punktemäßig sieht es ganz okay ab. Ich muss die Strecke erstmal kennenlernen. Punktemäßig sieht es ganz okay aus. Dafür, dass wir jetzt hier... So fahren, wie ich hier fahre. Ja, ich denke mal, das machen wir nochmal neu. Mensch,
Das war ja sehr erfolgreich. Wir haben nicht mal eine Runde überlebt. Und Leute, hört auf zu bremsen. Was soll denn das immer? Dass die bremsen, wenn man die rammt. Oh, 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 da, oh, das hat wehgetan. Das war übel. So, ich fahre hier mal ein bisschen langsamer. Lieber so, als wenn ich hier über gegen knalle. Oh, Mist. Wenn die Gegner natürlich ihr Bestes geben, um mich zu behindern, dann ist das natürlich... Also knall ich natürlich. Och, Mano. Irgendwie hat das Fahrzeug nicht schwer auf dem Kopf. Also ich sehe nicht viel wegen dem Staub. Ui. Zehnter. Wird das Ganze wohl doch nicht so einfach, wie ich erst gedacht habe. Ja, was soll denn das? Der fliegt immer, der landet immer auf dem Kopf. Was hat der für einen Schwerpunkt? Das ist ein echt schweres und stabiles Gerüst sein, da oben auf dem Dach. Oh, ich weiß, warum ich mich an die Strecke so gut erinnern kann. Ich habe hier mal Geld gefarmt. In der Karriere kann man mit dieser... Oh, hat er sich einfach zurückgesetzt. Naja, auf jeden Fall, in Karriere kann man mit dieser Strecke sehr gut Geld farmen. Aber nicht gut genug. Ich habe da auf Steam einen anderen Trick gesehen, den werde ich dann anwenden. Weil ständig diese Strecke fahren, um die Fahrzeuge zu tunen, das ist dann im Endeffekt doch ein bisschen mühselig. Die Steuerung des Fahrzeugs lässt sich auch... lässt zu wünschen übrig, wollte ich sagen. Aber vielleicht liegt das ja an dem nassen Untergrund. Okay, wenn man die Strecke ein bisschen drauf hat, dann geht's. Na, komm von der Wand weg. Alter, wir sind Letzter. Ich sehe trotzdem kein Problem, die Karambolage zu schaffen. Ich meine, gut, wir haben nicht mal Bronze, aber wir hängen auch die ganze Zeit hinten rum. Na, nein. Bronze haben wir schon mal. Ja, fehlt nur noch Gold. Okay, wir sind Achter. Multiplikator, haben wir den? Ja, mal zwei nur. Nee, das kann ich doch wieder knicken. Wir dürfen hier einfach keine großen Unfälle machen. Was ist das hier eigentlich für ein süßer Laster? Guckt euch den mal an. Wie knuffig ist der denn? Ja, guck mal, der Erste hat schon mal Gold. Das heißt, wir kriegen auch Gold. Wir müssen nur Erster werden. Und dann... dann geht das schon irgendwie. Die Betonung liegt nur auf nur. Na komm, was war denn das gerade? Hat er gerade eine Seifenblasen gemacht? Machen wir nochmal. So. Zack, Zweiter. So will ich das sehen. So will ich das sehen. Jetzt können wir hier den schon rammen. Boah. Der Jeep hat kein gutes Handling. Ja, seht ihr, was ich meine? Oh Gott, das ist auf jeden Fall kein gutes Handling. Wenn er hier ständig auf dem Dach landen will. So. Ui, Alter. Na, nein, danke fürs Anschieben. Ich möchte aber gerne... Danke. So, fahren wir wieder hier lang. Wir fahren einfach die Wege, die ich jetzt kenne. Oh, hi. Staubig, ich sehe nichts. Das ist wirklich staubig hier, Mann. Oh, Leute. Bitte. Oh, mit der Physik werde ich hier leider nicht warm. Irgendwie nicht. Tut mir wirklich leid. Aber vielleicht wird das in der Karriere nochmal anders. Na, oh, du bist doch ein Sack.
Hey, wir haben Bronze. So, den haben wir weggemacht. Fehlen nur noch die da vorne. Okay. Wir sind jetzt Vierter. Das heißt, Punktemultiplikator müsste bei 3 liegen. Ja, perfekt. Wir müssen ihn nur noch ein bisschen einholen, dann rammen wir den ein bisschen und dann haben wir auch schon Gold. So einfach geht's doch. Hey! Okay, mit dir habe ich nicht gerechnet. Bleib mal bitte hinten. Danke. Ah. Egal, kein Thema. Kein Thema. Wie die Gegner auch immer, oh Gott. Wie die immer langrasen, ne? Langpreschen. Das ist so ulkig. Ja, fangen wir den mal. Ah, Mist. Ja, komm schon. Das könnte ein guter Versuch werden. Wenn wir es hier nicht schaffen, dann nehme ich euch direkt im erfolgreichen Versuch mit rein. Weil ich möchte die Folgen auch nicht mal zu lang werden lassen. Also, das ist ja... Oh, Mann! Diese Physik, das artet ja auch langsam ein bisschen aus. Hier mit 40 Minuten Folgen und sowas. Das muss ja nicht wirklich sein. Dann mache ich lieber... mache ich lieber ein paar mehr Folgen anstatt so lange, weil Rennspiele, da kannst du wirklich keine so langen Folgen machen. Das wird doch auf Dauer langweilig. So. Mist, wir sind so kurz vor Gold. So kurz vor Gold. Aber ich denke, das wird nichts. Ich habe hier gerade nichts zum Zerstören groß. Den Gegner da vielleicht. Hey, wieso wurde ich geschrottet? Warte mal, was? Haben wir Gold? Ja, wir haben Gold! Oh, Gott sei Dank! Oh, ich hatte schon Sorge. Na, gucken wir mal nach der besten Liste. Alte groß? Nee. Na gut. Je weiter wir voranschreiten, desto größer habe ich die Hoffnung, oder desto höher ist die Chance, in diese besten Liste zu kommen. Weil natürlich jeder es nicht zu diesem Punkt gespielt hat. Wisst ihr, wie ich meine? Je weiter wir kommen, umso weniger Leute haben das hier gespielt. Mal gucken. Was haben wir jetzt? Bombenrennen. Wieder in der Wüste. Desert Outskirts. Okay. Hey, schick. Wie hieß das Fahrzeug in Flat Out 2, was genauso aussah? Dem sehr ähnlich sah? Die fällt mir nicht ein. Schade. Na egal. Aber sieht doch schön aus, oder? Ja, das ist... komm, wir machen das nochmal. Wir machen das eben nochmal neu. Dann meide ich halt eben den Müll. Ja, die Physik ist hier leider ein kleines Problem. Aber was soll man machen? So, ach, das war doch easy peasy. Sind wir die Strecke schon mal gefahren? Andersrum sind wir sie gefahren, ne? Das ist doch die mit dem Bahnhof, oder nicht? So, hier vorsichtig fahren. Wir wollen uns hier nicht überschlagen. Das tut man hier sehr gerne in dem Spiel. Aber ich glaube, das reicht nicht. Wo ist der nächste Checkpoint? Da. So, und da muss man hier gucken, welchen Weg man hier am besten wählt, weil bei irgendeinem fliegt man ja so komisch in die Luft. Und das wollen wir ja nicht. So, ihr seht gerade, ich selber, ich fahre langsam, damit das da nicht passiert. Und es ist trotzdem passiert. Und wir sind Schrott. Ja, machen wir nochmal neu. Ist ja kein Thema. Bei Bombenrennen, da bin ich immer ganz entspannt. A, dauert das nicht so lange wie Karambolage. Wenn man es dann verkackt, ist es nicht so schlimm wie bei Karambolage. Okay. Ach Gott. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon dreimal erwähnt mit der Physik hier. Aber ich würde mir halt auch gerne irgendwie ein Patch wünschen.
Och, das ist doch... Was ist denn hier los, sag mal? Ein Patch, was diese Physik ein bisschen behebt. Ein bisschen entschärft. Dann wäre das so cool hier. So, Vorsicht, nicht abheben. So, wir werden wieder diese Abkürzung daneben, weil anders schaffen wir es, glaube ich, nicht. So, vorsichtig. Super. Lieber einmal zu viel bremsen, als einmal zu wenig. Weil theoretisch hat man ja in Entkommen der Bombe genug Zeit. Ja gut, da fahr halt hier lang. Ich wollte eigentlich links lang fahren, aber wenn das Spiel es so will, fahren wir halt hier lang. Hoffentlich ohne irgendwelche... Oh, gib Gas. Okay, das wird langsam knapp. Das wird langsam knapp. Und das ist scheiße. Och, Leute, das ist doch scheiße. Ihr könnt doch hier nicht sowas... Warum bin ich denn da abgehoben? So abgehoben bin ich doch gar nicht. Was war denn da, das war so abgehoben? Ich verstehe das nicht. Wir waren so gut. Da ist doch nichts, was einem so... Ich verstehe es nicht. Ich bin gerade etwas entsetzt. Naja, ich probiere das noch einmal. Und wenn das nicht klappt, dann sehen wir uns im erfolgreichen Versuch. Machen wir das so? Machen wir so, oder? Ich möchte mich hier nicht allzu lange mit aufhalten. Ich habe eigentlich will ich die Karriere spielen. Aber es ist halt logisch, wenn wir das hier im Vorfeld machen. So, okay, so kann man das ein bisschen abkürzen dort. Super, wunderbar. Das ist der nächste Checkpoint, hier der gefährliche Sprung. Och, Mann, Alter. Toll. Och, Mann. Leute, wir sind jetzt im erfolgreichen Versuch. Bis gleich. Versuch Nummer 17. Und so langsam kann ich nicht mehr. Ich möchte doch lieber Karambolage machen. Diese Strecke ist auf jeden Fall echt mies. Das Streckendesign an sich und so, das geht. Sieht doch schön aus und eigentlich sehr nette Kurve, die man hier fahren kann. Auch dieser Sprung hier. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das an der Physik selber liegt. Oder ob hier einfach ein paar Stellen verquanzt wurden im Boden. Dass wir dann einfach so krass abheben. Vielleicht eine Mischung aus beidem. Kann ich mir vorstellen, ja. So, ich konzentriere mich hier mal kurz. Das hier ist immer so eine kleine, schwierige Passage. Wo ich nichts ran möchte. Okay, wunderbar. So, und da kommt da hier unser kleiner Endgegner. Wunderbar, wenn man das über den Dreck fährt, dann geht das. Und unser anderer kleiner Endgegner... Nein, nicht explodieren, oh Gott. So weit war ich bisher auch nur einmal jetzt. Und dann bin ich bei dem kleinen Sprung, den wir immer nehmen, da bin ich dann abgeschmiert, weil er dann so ganz komisch... Ich fahre jetzt hier lang. Da bin ich dann abgeschmiert, weil er dann so ganz komisch in die Knochen reingefahren ist. Reingerutscht ist, besser gesagt. So richtig blöd. So. Oh nee, bitte keinen blöden Unfall jetzt. Wir sind so kurz vor Gold. Ich habe kein Nerven mehr. So. Fang dich, Fahrzeug, ey. Ja, ich mach das ganz entspannt jetzt hier. So. Ja, ist mir egal. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, Leute. Ja, komm, geht auch in die Luft.
Sorry, dass ich jetzt so genervt klang, aber diese Fahrphysik, also diese komische Physik, wo man so rumspringt, rumfliegt, das ist echt ärgerlich, wenn man das wegen sowas nicht schafft. Wenn es wegen dem eigenen Skill ist, damit kann ich ja leben. Aber das ist dann immer so komisch. Vor allen Dingen mag ich das Spiel ja. Ich mag die Musik, ich mag die Fahrzeuge, ich mag die Strecken selbst. Die Grafik mag ich. Ich mag ein paar Ideen, die hier drin sind. Aber diese komische Physik, dass man so rumeiert immer, das muss nicht sein, ey. Aber hey, wir haben das geschafft. Wieder ein Teil, was wir geschafft haben. Wenn wir das hier schaffen, diese Karambolage, dann haben wir die Hälfte geschafft. Und das sind 5 Folgen. Die nächste Hälfte werden wir aber nicht mehr in 5 Folgen schaffen, weil ich das Ganze etwas runterkürzen werde von der Zeit her. Weil, wie gesagt, will ich ja keine 40-Minuten-Folgen raushauen. Da hätte ich selber auch keine Lust, mir 40 Minuten irgendein Autofahrerei da anzugucken. Ich denke, 20 Minuten reichen da vollkommen aus. ICP, Chorus, was? Ja, okay. Oh nee, nicht wieder der Eiswagen. Ich habe ein Traumata. Das heißt doch wieder viele, viele Versuche. Boah, wo soll man denn hier fahren? Ja, hier auf jeden Fall nicht. Hallo. Ach, Leute. Bäm. So. Boah, der Sound, alles so laut. Ich fahre hier, wie mir die Nase wächst. Denn irgendwie kriegen wir die Punkte schon zusammen. Hoffentlich. Täusche ich mich nicht. So. Hauptsache wir führen. Das ist ja Hauptsache, wir sind mit vorne. Wenn wir mit vorne sind, dann kriegen wir genug Punkte irgendwie schon zusammen. Siehste, es geht doch von ganz alleine dann irgendwie, wenn man vorne ist. So. Sperrung. Wobei, was heißt hier vorne? Wir sind 5. Nee. Das machen wir nicht hier. Ich will hier mindestens 2. sein. Oh nee, an dieser Strecke erinnere ich mich auch noch sehr gut. Ich weiß nicht mehr warum. Wenn ich mich an Strecken gut erinnere, dann heißt es ja eigentlich nichts Gutes, weil ich weiß, ich habe die dann oft gemacht. So. Oh, der Wagen, der lenkt immer so super. Nein. Was? Wir haben Silber? ETF? Boah, ich liebe den Song. Ach ja. Wie viele Punkte? 8000 Punkte brauchen wir noch. Das lässt sich doch irgendwie machen. Nein! Ich dachte, das kann man kaputt fahren. Okay, dann fahren wir hier links lang. Das ist hier irgendwie... Ich brauche Fahrzeuge, die ich schrotten kann. Nein, nicht du. Nicht du, kleiner Laster. Du bringst keine Punkte ein. Wieso kriegen wir denn Punkte gerade? Na egal. Da, da, da. Komm schon. Komm schon. Yes. Das wird uns Gold geben. Ja, und damit haben wir Gold-Karambolage. Erster Versuch. Oh, so macht die Karambolage Spaß. Wenn das hier nicht so ein Krampf ist. Aber ja, wir haben ja sowieso die schwerste Karambolage von allen, haben wir ja schon in der ersten Folge geschafft und darüber bin ich sehr froh, dass da in die Richtung nichts Hartes mehr kommt. Also nichts so Hartes mehr. Boah. Na, okay, fahre ich hier lang. Ist ja kein Thema. Okay. Okay. Oh Gott. Guck mal. Von dem Eiswagen... Sein Schwergewicht ist viel näher am Boden als von dem Jeep. Obwohl der höher gebaut ist. Der Jeep, da hat sich ja irgendwie gefühlt immer freiwillig aufs Dach gelegt. Und der hier weigert sich. Der will nicht. So, wir haben jetzt hier das hier. Das hier. Kommen wir noch zu den besten Listen? Ja. Wie sieht es aus? Bin ich jetzt in den Top 10? Top 100 oder so? Nee.
Ja, okay. Aber vielleicht kommt das noch. Wir gucken mal, wir gucken mal. Ja. Aber wieder was Cooles freigespielt. Den Eiswagen in... Ist das der Eiswagen in neu oder in alt? Ich glaube in neu, ne? Oh, und als nächstes dürfen wir die Flagge machen. Ja, ich bin zufrieden. Also wir haben diese Folge wieder 4 Events geschafft. Und das sogar innerhalb der Zeit. Keine krasse Überlänge. Hey, yay. Ja, dann machen wir nächstes Mal bei Verteidige die Flagge weiter. Und Deathmatch. Und dann haben wir nächste Folge nur einmal Karambolage. Es sei denn, ich bin schnell. Dann vielleicht sogar zweimal. Mal gucken. Ja, wird schon lustig. Sagte er. Während ich mich hier rumgequält habe in diesem Level da. Na gut, Leute, dann trotzdem, sorry für die Launen, aber trotzdem danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Verteidige die Flagge. Mach's gut. Tschüss.